Willkommen zurück bei Lost Dimension. Endlich mal wieder. Huch. Lange Zeit ist her. Letztes Mal haben wir Abschied genommen von zwei unserer guten Freunde. Und nun sind wir noch sechs. Unsere sechs treuen Treumitstreiter. Yay. Und das Ende, the end, hat uns auf das letzte Stockwerk gelassen. Und dort fangen wir gleich mal an mit den Main Quests. Aber vorher gucke ich kurz in den Laden rein, denn vielleicht können wir was Neues kaufen an Waffen und uns ein bisschen aufstärken. Oh ja, wie es neue Waffen gibt. Oh, ich kann die mal leisten. Ich kann mir die ganz toll noch nicht leisten anscheinend. Doof. Aber ich kann mir ein paar neue holen. Das war's. Jetzt gehe ich mal auf Dissolve. Denn ich habe noch ziemlich viele sehr schwache Items, die ich wegschmeißen könnte damit. Die zum Beispiel. Die brauche ich noch einmal. Aber einmal kann ich wegschmeißen. Die kann weg. Die kann weg. Die kann weg. Die kann weg. Weg. Weg, 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 bleibt, kann weg, kann weg, können beide weg, können beide weg. So, und jetzt kann ich noch was kaufen, und zwar möchte ich gerne meiner Nagi was Gutes tun, und dafür kaufe ich mir das hier. Besser als gar nichts Neues zu kriegen. Mehr können wir gar noch nicht tun. Daher wird es erstmal dabei bleiben. Hier gibt es doch nichts Neues für uns. Nope. Gut, dann wird erstmal ausgerüstet. Ich kriege eine neue Waffe. Das weiß ich. Du kriegst eine neue Waffe. Du kriegst was Neues. Du. Und du kriegst auch was Neues. Dir gebe ich wohl noch mal ein, also dir gebe ich einen GP Boost. Dexterity gebe ich dir. Und hier noch ein Psycho, was ich auch dir geben möchte eigentlich. Deswegen werde ich dir beides geben, GP und Psycho, weil du an sich die Magierin der Gruppe bist. Klingt komisch, aber ist so. Und jetzt geht es mal ab in das erste Main-Ding mit meinem Team. Mana, Nagi, Senji und Agito. Ja. Das klingt nach einem Team, das lässt sich machen. Falls ich heute ein bisschen anders klinge, ich habe das Mikrofon ein bisschen umgestellt, weil ich mal testen möchte, ob es so besser klingt. Oh, Animation. Stratum. Upper Stratum. So this is the last floor? Same as before. In the end, you survived. It's no different now than it was in the past. Wartet, ich mach mal lauter, denn es scheint wieder ein Gespräch stattzufinden. Das will ich ungern verpassen. So. Oh ja, schon zurück ins Spiel. Haha. You always choose to erase others and never yourself. You're the one who always survives. Ich bin ja auch der Protagonist. Trampling over the bodies you sacrificed. What are you talking about? The truth is, I don't care what happens to the world. Let it burn. Or not. There's no meaning in any of it, one way or the other. Jo, der Typ ist aber verrückt. Der ist wahnsinnig. All that matters is I will never forgive you. Alles klar, interessiert mich nicht. It's easy to see you hold a clear intent to kill me. But why is that? Why don't you give me an answer already, the end? Why not search your memories? Oh, ich will nicht mehr. You don't plan on telling me, do you? Mein Kopfhörer.
So be it. If this really is the last floor, that means your physical body should be nearby. We'll find you soon enough. We'll find you and we'll defeat you. Just as self-righteous as ever. You make me sick. Gleichfalls. Well, let's have it your way. Come and get me. I won't run. After everything you've done in the past, you have no guilt sacrificing more lives. You deserve to die. We're coming for you, the end. Oh, das war spaßig. So, einmal wieder zurückschalten, denn jetzt kommen wir die Knallgeräuschen, die sind mir zu laut. Ah, sehr viel schön. Okay, hallo. Oh mein Gott. Oh, Here I go. Move out. Let's go. I'll tear him apart. Let's go. Commencing assault. Warte. Wir haben. Okay. Was ist unser Siegding? Wir müssen alle Gegner besiegen. Das war mir irgendwie schon bewusst. Kann ich dich irgendwie stunnen? Ich glaube nicht. Gut, dann gehe ich zurück. Dann gehe ich kurz zurück. Wir könnten uns... Also hier sind wir sicher, denn die können nicht bei uns rein. Das heißt, wir können uns erstmal hinstellen. Und erstmal buffen. Würde ich sagen. Machen wir auch. Ich werde mich wieder mit den Linken. Damit wir mehr Magie machen können. Ich meine, du könntest an sich mal versuchen, ihn vielleicht sofort zu töten. Ich meine, die Chance ist da. Okay, es hat nicht geklappt. Gut. Ich glaube, ich habe die gleiche Attacke, oder? Ich meine, ich könnte es auch versuchen. Mystic Shot. Okay, ich komme nicht ran. Mystic Shot. Oder ich verfehle total. Ist auch eine Möglichkeit. Danke. Okay. Wir gehen erstmal auf den drauf, würde ich sagen. Also wirst du erstmal... Oh. Ja, das gefällt mir. Und du kannst mal mehr Agility machen auf... Obwohl. Gib ihm mehr Lauftempo. Mehr Reichweite, dann kann er schnell abhauen. Das wird ein spannender Kampf. Die Kleinen machen mir keine Sorgen, die Großen machen mir Probleme. Denn die kenne ich noch nicht. Oder kennen wir die schon? Ich weiß gar nicht, ob ich die schon kenne. Die scheinen auf jeden Fall auf Nahkampf getrimmt zu sein. Ja, nicht ganz. Okay, jetzt sind Flammenwerfer. Oh, okay, die machen Damage. Oh, wow. Das Ding ist tanky und macht Damage. Das gefällt mir nicht. Oh wow, okay, es geht gerade nichts. Oh, ich weiß nicht. Die Mission gefällt mir jetzt schon nicht. Und jetzt trifft sie auch noch meine... Okay, wartet. Das Match starte ich neu, denn ich war nicht bewusst, dass die machen würden. Was mache ich jetzt am besten? Oh, das ist eine schwere Entscheidung. Okay. Ich muss mal besser kurz nachdenken. Okay, der Große macht Schaden. Eine Menge Schaden sogar. Okay. Okay, lass mal gucken. Also, ich gehe mal mit Agito zusammen. Himino. Nee, warte, Himino kommt hier hin. Mana kommt mal mit dahin. Oh, warte, das geht gar nicht. Okay, never mind. Senji kommt damit hin und Nagi kommt mal dahin. Denn ich habe einen Plan, der vielleicht funktionieren könnte oder auch nicht. Und damit meine ich, ich habe gar keinen Plan, ich habe nur keine Ahnung, was machen soll. Ja, nee, die Katze. Nein, ich will nicht mehr. Hallo.
Ah, okay. Skip. Dankeschön. So, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Also ich weiß, Agito kann bestimmt durchgehen. Ja, Agito kann durchgehen und dich hier hinstellen. Das ist hilfbereit. Ja, das ist okay. Ich glaube, meine Hauptsache wird wieder sein, ich werde ihn wirklich versuchen, instant zu töten mit zwei Leuten. Oder ich kann die Zielen versuchen. Das wäre eine Möglichkeit. Ach komm. Ab wo kann er kontern? Ich glaube erst später. Oh Gott. Warte, was? Er hat so viele Spells jetzt. So, ich versuch's mal. Man kann es versuchen. Wenn es nicht klappt, dann nicht. Okay, das hat nicht geklappt. Dann probierst du es auch nochmal und steh mal ein bisschen weiter weg. Steh mal über dahin. Du weißt schon, weiter weg. Und bitte treffe auch. Nee, schon wieder nicht geklappt. Okay, Mana, gib mal ihm dein Angriff. Und du versuchst das nochmal, denn ich möchte ihn. Ich möchte versuchen, ihn zuerst zu töten, denn das wäre sehr vorteilhaft für mich. Aber die Chance ist anscheinend sehr gering. Gut, was du machen wirst, wäre. Du gehst schon mal hier hin. Ich werde dich schon mal hier hinstellen. Und mit dir werde ich mich linken. Warte, was ist nochmal? Du hast Insanity. Du linkst dich mal mit. Oh, Himino, was kann sich linken? Okay. Das ist unpraktisch. Dann geh du mal zuerst dahin. Mit dir mache ich mal Shiver. Vielleicht bringt sie was, denn das Ding sieht nach Feuer aus. Vielleicht macht sie ja Kanon und Bonus Damage. Wer weiß. Nein, aber jetzt kann er auch mit angreifen. Und mit angreifen meine ich, er linkt sich einmal. Und du gehst mal dahinter. Und machst mal Stab them? Ja, warum nicht? Wenn wir uns gleich alle auf ein Ding fokussieren, dann könnte es funktionieren. Gut, der Kleine kommt. Der Kleine ist nicht so ein großes Problem für mich gerade. Der Kleine ging schon. Und die sind anscheinend auch stärker geworden. Wow, machen die Damage. Er will mich angreifen, das ist natürlich. Aber nur mit Auto-Attacks, das ist okay für mich. Okay, bei ihr ist es weniger cool. Ja, gut. Schon wieder haben wir einen verloren. Zwei verloren. Oh, wow, er lebt noch. Oh, wow, er lebt noch. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte, er wäre tot. Cool. Okay, gerade läuft alles schief und ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Aufteilung ist auch richtig bescheuert. Ist eine richtig doofe Aufteilung. 3-3, es gefällt mir gar nicht. Doof. This looks bad. Jo, du hast 8 Leben. Na, versuch's nochmal. Ich meine, es kann. Na, okay, vielleicht. Ich würde sagen, vielleicht klappt's, vielleicht auch nicht. Ich versuch's einfach jetzt die ganze Zeit. Irgendwann muss er klappen, oder nicht? Nee. Aber wir könnten versuchen, uns einfach so zu zerstören. Mit Barrage nochmal. Oh, wow. Okay, Barrage ist super. Barrage ist sehr gut. Okay. Jetzt weiß ich, was ich machen könnte. Wartet.
Du machst mal auf, obwohl, was machen könntest du einfach das hier? Mach mal Lava Burst. Die Idee finde ich gar nicht so scheiße eigentlich. Okay, Nachteil ist, hier, ich die Föhr nochmal zu dir. Vielleicht kriegst du noch was hin. Jetzt mach mal Firestorm. Oh nein, warte, du musst weiter reingehen. So, jetzt mach mal Firestorm. Treffe ich damit ihn? Oh, ich will ihn treffen. Und hier? Auch noch? Junge, wo bist du eigentlich? Gut, damit will ich keinen treffen wahrscheinlich, aber ich werde auch nicht so viel Damage machen wie vorher. Na gut, warum nicht? Ich meine, man kann es ja versuchen. Ja, gut, ich habe immer gedazed, aber das wird das Team jetzt nicht retten. Aber ich habe eine Taktik, die vielleicht jetzt das Spiel retten könnte für mich später. Und zwar wäre die Idee einfach mit Mana. Also mit Mana und Senji zusammen. Senji mit Mana linken. Dann die zusammen auf einen drauf schicken und dann gucken, ob die es schaffen, den zu töten. Ach, stimmt, der, oh, ich mache ein bisschen Damage zurück. Der Mana ist eigentlich recht tanky und die können sich gegenseitig heilen. Also das wäre vielleicht keine so dumme Idee. Vielleicht versuche ich es einfach zu machen und laufe jetzt erstmal weg. Ich meine, das klingt sehr feige, aber ich meine damit eigentlich nur, dass ich jetzt erstmal mit Senji nach hinten laufen werde. Zum Rest der Truppe und uns da nochmal zusammenfüge. Okay, eine Cutscene. Ah, oh, schön. Es reden die beiden, die K.O. gegangen sind. Erneut einen, die K.O. gegangen ist. Ach, stimmt. Leute, können wir dieses Gespräch nach dem Kampf haben? Leute, nicht jetzt. Oh mein Gott. Ich würde sagen, Leute, wir haben nicht mal gewonnen. Was könnte ich denn machen? Ich meine, Brain Hacker ist eine super Idee. Das hätte ich vielleicht am Anfang machen sollen. Okay, danke. Das wäre sehr seltsam. Aber wie viel kostet mich? Wie viel kostet mich Brutality? Was gibt's noch? Amnesia? Earth Crash? Nein. Mind's Eye? Nein. Ach komm, nochmal Barrage, warum nicht? Soweit ich weiß, hat ja mein lieber Freund hat das Therapie-Ding. Womit ich automatisch geheilt werde ein bisschen. Warte, wo muss ich lang laufen? Hier muss ich lang laufen, okay. Hi Leute, bin da. Kann ich irgendwas machen von hier? Ich glaube nicht. Na, warum nicht? Jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alles hochgemacht. Also, wir sind jetzt voll Pulle fertig. Gut, ich werde verfolgt, das war mir klar. Aber wenn wir als Team zusammenarbeiten, wird das schon gut gehen. Wird das schon, das wird klappen. Wow, das habe ich nicht. Wow. Junge, Junge, Junge. Respekt. Ich sagte, wenn die drei das schaffen, dann drehe ich durch.
Aber ich habe einen Plan, der vielleicht funktioniert. Okay, Agito ist berserk gegangen, was ich nicht so gut finde. Denn der kann jetzt total durchdrehen, egal wen angreifen. Mit egal welchem Spell. Obwohl, jetzt bin ich leicht aufgeregt, wen er angreifen wird. Ah, jetzt bin ich schon ein bisschen... Okay. Ja, okay, das war ein Weg. Oh mein Gott! Oh. Ich bin gerade auch total K.O. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt gerade machen soll. Das ist gerade mein Hauptproblem. Ich habe gerade keine Idee, was wir gerade machen. Der Kampf wird auch verloren sein am Ende, aber ich habe noch einen Plan, den ich gerne in die Tat umsetzen möchte. Warum ist Mana nicht dran? Entschuldigung? Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich K.O. Okay, das war mir klar. Gut, Mission fehlt, ja. Ja, aber ich glaube, ich brauche einen Aufbau. Ja, denn ich brauche Zenji und Mana zusammen. Denn die beiden sind füreinander jetzt gerade unverzichtbar. Dann nehmen wir Himino dazu und hier nehmen wir noch Nagi. Dann Mana, Zenji und Agito. Das klingt nach einer Gruppe, die funktionieren wird. Und wenn nicht, dann kann ich nicht ändern. Kann ich nicht ändern gerade, tut mir leid. Aber es sollte eigentlich funktionieren. Oh nein, schon wieder. Da war ja was. Ah. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla. Okay, jetzt müssen wir gucken. Erstmal werde ich mit dir dich mit ihr linken. Das ist die Idee Nummer 1. Du benutzt einmal... wo ist denn jetzt? Brain Hacker. Das kostet eine Menge Sanity, ich weiß. Aber das musst du einmal dich ergehen lassen. Denn diese Fähigkeit ist sehr stark. Gut, du kriegst jetzt was zurück, ich weiß nicht was, aber bitteschön. Hier wird jetzt spannend. Am besten würde ich eigentlich gern mit allen nach da gehen, wo ich das Vieh vielleicht nicht erwischt. Also an sich gehen wir jetzt erstmal nach da. Irgendwas habe ich bekommen, ich weiß nicht was. Wir gehen nach hier und schießen mal auf ihn da. Und verfehlen, sehr gut. Perfekt. Du gehst mal hier hin. Und machst mal deine Firestorm. Triffst höchstens ihn, was mich nicht so fröhlich stimmen würde. Okay, der Schaden war nicht schlecht. Und Shu hilft dir. Und du gehst mal nach hier und greifst mal von hinten an. Es könnte, obwohl. Du, welcher Schaden macht am meisten? I'll crush you macht eine Menge Damage. Dafür musst du aber näher rangehen. Egal, okay. Dann machen wir mal I'll crush you. Denn ich muss so viel Schaden wie möglich jetzt machen. Perfekt. Hier wird jetzt ähnlich ablaufen und zwar, wer kann ich noch nehmen? Ich kann noch Mana einmal nehmen. Ich nehme Mana ein Stück zurück. Und zwar hier hin. Und nutze einmal die Heilung. Nee. Nimm einmal das hier. Denn das müsste eigentlich dann Zenji auch kriegen. Nicht wahr, Zenji? Warum kriegt Zenji das nicht? Ich dachte, er hat euch gelinkt.
Dachte, ihr werdet jetzt Freunde. Na gut, das war klar, dass er auf ihn gehen wird. Und damit habe ich auch gerechnet. Gut, damit habe ich auch ein bisschen gerechnet. Okay, mit dem Dash habe ich nicht gerechnet. Gut, das Ding fährt erstmal eine Runde und kann keinen angreifen, hoffe ich mal. Nein, kann es nicht. Sehr schön. Das Ding ist auch langsam wie eine Schnecke gerade. Was auch sehr gut für uns ist. Das Ding kommt auch nicht an Agito ran. Und das Ding kommt erst recht nicht an Himino ran. Das Ding kommt an Agito ran? Nein, kommt es nicht. Okay, es wird spannend. Ich brauche dich einmal, um das anzugreifen. Du wirst, gecountert, aber. Ich habe eine Idee. Okay. Ich stelle mich mal kurz hier hin und aktiviere das hier. Damit dürfte ich jetzt hier die Runde nicht angegriffen werden sein dürfen. Ja, das war ein Satz, den ich machen wollte. Und ich hoffe mal, dass das auch heißt, dass ich nicht von meinen eigenen Freunden getroffen werde. Denn, obwohl, ich kann auch das machen. Okay, es klappt auch so. So, das hat erstmal eine Menge Schaden gemacht. Du fliegst auch mal hinterher. Mach's mal. Oh, was kann ich machen? Oh, was kann ich machen? Kann ich Satellite machen? Ich kann Satellite machen. Dann wird wenigstens keiner von uns getroffen. Und wir kriegen noch Support. Was aus... Ne, was nicht ausreicht. Niemals im Leben. Okay. Sehr gut. Maya, jetzt brauche ich dich nämlich. Und zwar, du hilfst mir mal kurz hier. Machst einmal dein Torpedo fest. Sehr gut. Du machst es mal von der anderen Seite. Und triffst hoffentlich bei Nicht-Mana. Was ich gutheißen würde. Also bitte mach's nicht. Und damit ist der erste K.O. Jetzt kommst du und hilfst hier mal anzugreifen. Mit normalen Angriffen, denn du machst genug Schaden, mein Freund. Na, läuft das nicht gut gerade. Jetzt weiß ich auch, dass mein Freund keinen Schaden kriegen wird, denn er weicht aus. Perfekt. Die kriegen schon Schaden, aber das hat... Okay, es hat ihn nicht zerstört. Aber er weicht dem auch aus. Okay, dieser Dodge ist extrem nützlich. Und gleich können wir, wenn wir gut sind, auch direkt auf den Großen gehen. Vielleicht. Denn Agito könnte es allein schaffen. Okay. Gut. Okay, ich habe einen Plan. Jetzt kommt die Szene wieder, genau. Wo ist sie jetzt? Genau, wir sind alle beste Freunde. Gut, du gehst insane gleich. Was aber gut für mich ist, denn... Dann geh mal insane und aber bitte hier. Okay, ich dachte, er müsste eigentlich vorher ins Sane gehen, aber gut, dann nicht. Kommt ihr ran? Kommt ihr ran mit eurem Barrage? Nein, kommt ihr nicht. Oh. Das ist jetzt unpraktisch. Du kommst auch nicht dran, oder? Ja, nicht mit Barrage. Damit kommst du nicht ran. Nope. Du kommst vielleicht dran mit
dem Angriff. Oder mit... auch nicht. Ja gut, komm. Earth Crash. Warum nicht? Damage is Damage is Damage is Damage. Dich nutze ich mal kurz, um... Genau, dich nutze ich mal hier. Vielleicht kann ich mit dir was Cooles machen. Oh, warte. Kann ich nicht, nein, kann ich nicht. Joker Strike. Damit ich viel Damage machen kann, ohne gecountert zu werden. Yo! Oh mein Gott! Was war das für ein Damage? What a mess. G.I. Jesus. G.I. Jesus. Das ist ein schöner Name, den mag ich. Na gut, du machst jetzt Schaden und... Die sollten K.O. gehen, ja. Du... Machst mal deinen Phoenix da, wo es sitzt. Dragon, genau, Dragon Dive. Und... Gehst mal. Ja, mach mal ruhig, warum nicht? Mach mal. Okay, der Damage ist kleiner, als ich gedacht habe. Commander kann euch gar nichts machen, oder? Commander, kannst du irgendwas machen? Du kannst Torpedo Fist machen. Ja gut, ich meine, warum nicht? Nehme ich gerne. Ah, das bringt also die Attacke. Okay. Gut, davon werden jetzt ein oder zwei K.O. gehen. Ich weiß nicht, wie viele. Eine. Obwohl sie auch noch abkriegen wird. Also es werden beide K.O. gehen. Ja, das habe ich schon erwartet. Habe ich noch drei Charaktere. Und mit drei muss ich vier Gegner besiegen. Was aber an sich funktionieren könnte. Denn ich habe zwei, die extrem viel Schaden machen können. Wir haben noch Zeit. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Du nutzt mal kurz dein Psychotherapy. Ja, warte mal. Ihr lauft mal kurz zurück. Du nutzt einmal kurz Recovery. Damit er es auch bekommt. Perfekt. Ja. Wir haben es verstanden. Du machst Schaden. Du gehst auch hier hin und machst mal auf dich selber. Du hast nicht wie was, oder? Du hast das, aber das kann ich nicht machen, denn das kostet mich zu viel Sanity. Darum mache ich erstmal gar nichts. Und du, mein Freund, gehst auch mal hier hin zurück und machst mal Psychotherapy. Was noch gerade möglich ist. Und zwar auf... Du hast weniger Sanity. Wow, 10 Sanity? Das ist nicht so viel, wie ich dachte. Aber er kriegt's auch. Also doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Er kriegt noch Schaden durch den Weather Forecast. Noch eine Runde nach. So, die Frage ist, wie nah kommen sie jetzt ran? Okay, der kommt so nah ran. Der Große kommt ungefähr daneben. Oh, das ist sehr gut für mich. Damit kann ich sehr gut arbeiten jetzt. Kommt auch noch daneben dazu? Bitte. Nee, er hängt fest. Okay, er hat sich an den Körper festgebackt. Was mich aber auch nicht stört. So, dann fange ich mit dir mal an mit Torpedo Fist. Oh, was du verfehlt hast, du Idiot. Ich
Die Sache ist, du hast nicht mehr genug für den Joker Strike, oder? Wo ist das Joker Strike? Nein. Ich könnte dir eine von denen geben. Und jetzt müsste es reichen eigentlich. Also an sich müsste es reichen, du müsstest genug haben. Ja, hast du. Da, Joker Strike. Jetzt musst du treffen und hoffentlich eine Menge Schaden machen. Mindestens 1000. Okay. Okay, 1000 ist okay. Okay. Oh, es reicht nicht. Er ist aber gedazed. Ich meine, dazed ist gut. Ich glaube, das heißt, er kann nichts machen. Ich glaube... Oh mein Gott, er hat zerstört. Oh, wie geil. Ja, er hat seinen eigenen Mann zerstört. Yes. Und er kriegt noch Schaden dazu. Oh, okay, ich dachte gerade schon nachher... Oh nein. Sagen sie Sanity, wenn dann so richtig, richtig wenig. Okay, ist egal. Das kümmert eh jetzt keinen mehr, denn er ist jetzt eh K.O. Oh nein. Wir müssen noch zwei Monster besiegen. Mit zwei Leuten. Ich meine, ich könnte einen von uns wiederbeleben, aber bringt das wirklich was? Ich meine, ich habe noch zwei von denen. Frage ist, wen will ich wiederbeleben, bitteschön? Und Mana kommt an gar keinen ran gerade. Ich könnte mich... Ich habe einen Plan vielleicht. Ich hoffe nur, klappt. Ich muss nur so weit zurückgehen wie möglich. Und Mana muss am besten das gleiche machen. Auch wenn ich bis da zurückgehen. Und jetzt müssen sie herkommen. Darauf hoffe ich jetzt, dass sie zu mir kommen. Und nicht zu nah rankommen, dass Agito getroffen wird. Nein! Oh, zu nah dran. Aber nur ein bisschen. Toll, du bist noch zu weit weg. Du bringst mir nichts. Super, dankeschön. Für nichts. Gut, du bist nah genug dran. Meine Hoffnung ist gerade pur Mana, dass sie jetzt mit einem Doppelschlag 2 K.O. kriegen kann. Die Chance ist da, sie muss aber halt beide treffen. Obwohl dann die Gefahr besteht, dass sie insane wird, denn das kostet schon eine Menge Energie. Oh mein Gott. Oder ich gehe wirklich zurück und hole mir jetzt hier einen hoch. Nee, das kann ich nicht machen, Das geht nicht. Oh nein. Ich muss es tun. Ich brauche jetzt einen von dem wieder. Am liebsten ist natürlich Sanji. Aber am liebsten ist mir gar nicht Sanji. Am liebsten wäre mir eigentlich sogar Himino. Himino? Heißt Himino? Also sie wird jetzt eine Menge Damage kriegen. Oh wow, aber er bringt seine eigenen Dinge auch um. Ja, tut er. Sehr schön. Danke. Aber es ändert nicht viel, sie kriegt trotzdem eine Menge Damage. Aber sie wird nicht insane. Was ich gut heizen kann. Noch nicht, aber jetzt wird sie gleich insane, denn... Ich fordere sie basically dazu auf. Oh ne, sie geht K.O. Und sie lebt wieder. Und wird insane. Jetzt wird sie insane. Was für eine Kombi. Und ist nochmal dran. Und kriegt nochmal Damage.
Darum hau ich mit dir gerade ab. So weit wie ich kann. Aber dennoch nah genug an anderen Leuten dran, damit ich sie wiederbeleben kann, falls ich muss. Ich muss auch gucken, wie viel Schaden sie jetzt bekommt. Aha, genug. Oh, es lebt noch einer. Oh, sie lebt. Oh mein Gott. Wow. Das macht man jetzt alleine. Oh. Manuel, du bist Beste. Du hast nicht genug dafür, aber du kannst. Wie viel Leben hat er noch? Du kannst. Obwohl, du kannst dich heilen eigentlich. Ich würde sagen, du müsst eigentlich eine Menge Mana für wieder kriegen. Nicht mit dir jetzt. Ich bleib trotzdem mal hier hinten. Wohl. Ne, warte mal, ich gehe jetzt zurück. Der mit einer Runde könnte ich locker erreichen. Der macht niemals 1000 Schaden mit einem Angriff. Ja, es klappt genau wie ich dachte. Oh mein Gott, er verfehlt. Oh, wir haben gewonnen. Oh mein Gott, ich hätte es nicht gedacht. Am Ende sah es doch schlimmer für uns aus, als ich dachte, aber es war gut. Let's go, everyone. We will be victorious in this fight. We were all gathered as members of SEALED for this purpose. Now is the time for us to save the world and all those who live in it. Prepare yourself, the end. Oh, kommen wir jetzt zum Endkampf? Ich glaube, es ist weniger Mädchen. Ich glaube, es kommen noch 2 Missionen oder so davor. Oh nee, wir waren schlecht. Oh no, wir waren katastrophal. Wir waren nicht gut. Das kannst du glauben. Wir waren nicht gut. Oh, ich muss anscheinend für euch die alle hier noch beenden. Und dann habe ich es geschafft. Gut. Bringt Reden noch was? Ach komm, warum nicht? As one will expect, I've lost my cool. I will definitely turn that man into ash. You shouldn't get so worked up, you know. The end's aim is to enrage us. Oh, I'm aware of that. I'll have my face to face with him soon enough. Ach komm, lass ihn den Spaß. Show dear. Hm? This time around, if I'm Red Cross. Red Cross? Does it mean you're angry? God, I saw them from this first impression, but what the bloody hell's wrong with that man? I share your sentiment. We can't let him be. Huh? You're rather calm. I'll feel dumb for being angry by myself, mate. It's not like I'm not. It's just that we'll just play right into his hands if we lose our composure. That is true. Nice one, show dear. It's not a big deal. Should I say, I'm depending on you, Dane? Well, let's shove off. Oh, ich liebe Mana. Mana ist so süß. Don't you mean cute? Nein, nur süß, nicht cute. So, aber das war's mit für heute. Und im nächsten Part versuchen wir beide andere Missionen zu schaffen. Ob das klappt, weiß nicht. Wir sehen's dann ja. Tschüss.